Problem ist nicht Kontrolle, sondern es geht um Kontrolle. Heißt, diese Empfehlungen werden wieder verhärtet, sollte es so lange nicht an die Abmachungen halten. Die gelten zunächst für ein halbes Jahr. Bis dahin soll eine dauerhafte Lösung gefunden werden. In Berlin gehen die Verhandlungen zur Großen Koalition in die Schlussphase. Unterdessen koordinieren die Spitzen von CDU und CSU im Kanzleramt zur Stunde ihre Strategie für den Verhandlungsmarathon mit der SPD in den nächsten Tagen. Völlig unklar ist weiterhin, ob die SPD-Basis einem eventuellen Koalitionsvertrag zustimmt. Der soll bis Mittwoch vorliegen. SPD-Chef Sigmar Gabriel wird weiter für ein Jahr der Basis werben wollen. So hoch wie die Zahl der Zweifler an einem schwarz-gelben Regierungsbündnis, so einig zeigen sich Union und SPD bei aktuellen Verhandlungen. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wurden offenbar strengere gesetzliche Regeln in Sachen Managergehalte der Bild dann festgezogen. Aber niemand weiß mehr. Volkswagen-Chef Martin Winterkorn ist Deutschlands bestbezahlter Spitzenmanager. Mit 15 Millionen Euro jährlich verdient er 170 mehr als ein Durchschnittsangestellter bei VW. Es folgen die Chefs bei Metro und Adidas. Den meisten Deutschen ist das viel zu viel. Irgendwo muss die Grenze sein. Auch nach oben hin. Nach unten und nach oben. Das sind alle, glaube ich, genug. Und auch ein bisschen zu viel. Die Leistung nicht ist, und sogar gut verdient. SPD und Union wollen jetzt strengere Regeln durchsetzen. Unternehmen sollen wie viel mehr ein Vorstand im Vergleich zum durchschnittlichen Mitarbeiter maximal verdienen darf. Derartige feste Regelungen halte ich vom Grundsatz her nicht für gut. Es ist der Aufgabe der Aufsichtsräte, entsprechende angemessene Regelungen zu finden. Angemessen sind die Gehälter schon lange nicht mehr als die Gewerkschaften. Es ist auch richtig, dass die Manager-Einkommen sich zukünftig nach dem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen ein wenig richten, weil sonst wird der Wert der Arbeit der normalen Menschen entwertet. Und das ist ohne Regulierung noch ordentlich schwieriger. Wo ist die USA. 1965 verdiente ein Spitzenmanager das 20-fache eines durchschnittlichen Mitarbeiters, 2012 das 273-fache. In Deutschland könnte eine ähnliche Entwicklung nun geschehen.